So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. So, ich habe mal hier was zu sagen in eigener Sache. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ich habe Anrufe bekommen und. Und ihr wisst, die beiden Hunde, die diese Woche aus der Quarantäne kommen, die dafür sind Spenden eingegangen. So, wofür ich mich nochmal von ganzem Herzen bedanken möchte bei euch. Damit haben wir gar nicht gerechnet, zumal wir für diese Spenden gar nicht aufgerufen haben. Das zeigt mir nur, wie menschlich und herzlich die Menschen sein können und sind und wie sehr den Menschen das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Wir haben eine sehr, sehr gute Freundin da mit drin, die hat auch gespendet. Viele möchten gar nicht erst, dass dessen Name gesagt wird, was ich komplett respektiere und auch verstehen kann. Das ist voll und ganz in Ordnung. Und andere wiederum sagen, doch, kannst du ruhig machen. Ich möchte jetzt mal hier eine Lanze brechen, weil die liebe Suse, die ja auch eine unserer Spenderin ist, die wird dumm angemacht im Internet, dass sie nur Fame sucht, Aufmerksamkeit und, dass sie gar nicht spenden würde. Da frage ich mich allen Ernstes, liebe Leute, solche Menschen, die so eine Behauptung aufstellen, was bitte habt ihr im Kopf? Was bitte geht in eurer Welt vor, dass ihr in eurer Welt nicht klarkommt? Natürlich spendet die Suse. Die Suse spendet ja nicht nur bei uns. Die spendet ja auch an verschiedene Tierheime und Hilfsorganisationen und so weiter und so fort. Also ich finde das eine bodenlose Frechheit, eine unterste Schublade. Und noch viel schlimmer finde ich es, da wo solche Kommentare drunter geschrieben werden, dass der, der ein Video gemacht hat und diese Kommentare darunter stehen lässt, dass der diese Kommentare auch drunter stehen lässt und die nicht löscht. Das ist für mich noch viel schlimmer. Das heißt also, er unterstützt Falschbehauptungen. So, und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, da könnt ihr drehen und wenden, was ihr wollt. Der geht gar nicht. So. Und ich habe ja von mir auch etliche Kommentare gesehen. Also andere, die über mich Kommentare geschrieben haben. Und die bleiben auch stehen. Das sind Dinge, die gehen gar nicht. Wenn das konstruktive Kritik ist, kann man die stehen lassen. Aber wenn das in Unterstellung, in Richtung Unterstellung geht, in Vorwürfe geht, die man nicht beweisen, nicht belegen kann, Falschbehauptungen, dann muss ich euch ganz offen und ehrlich sagen, geht sowas überhaupt nicht. So, und da haben wir ja noch so eine Spezialistin da oben, ne? Du weißt, wem ich meine, ne? Ja, ja, aber warte, Papa ist dran. Ja, ja, warte, Papa ist dran, kannst du mir glauben? So, und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die etwas Gutes tun, dafür nicht noch bestraft werden, indem man hingeht und solche Unterstellungen macht. Das ist unterste Schublade, Leute. Wann räumen wir mal endlich hier im Internet auf, dass solche Leute keine Plattform kriegen, genau wie die Hater? Wann halten wir endlich alle zusammen und löschen solche Kommentare? Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, wir haben für die beiden Welpen, das ist ja Männchen und Weibchen, ich kann die hier auf keinen Fall mit Engelchen halten. Natürlich, wir können denen vorübergehend, können wir denen helfen, gar keine Frage. Aber auf Dauer, ich bin doch nicht bescheuert, dann habe ich hier wieder Junge rumlaufen. So, die sind nicht, oh, raus hier, aber ganz schnell raus, boah, was ist das denn für ein Teil? Alter, das gibt's doch gar nicht. Junge. Da kommt ein Teil angeflogen, sag ich dir. Kennt ihr die asiatischen Hornissen? Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall, ich bin ja nicht bescheuert. Die müssen sterilisiert werden. In der Zeit habe ich das Risiko, dass auf einmal einer von meinen Jungs hier raufspringt. Nein, das mache ich nicht. Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Mache ich nicht, ich helfe denen sehr gerne von Herzen her. Engelchen natürlich auch.
Wir haben für diese beiden Welpen, haben wir auch einen, da machen wir auch ein Video drüber. Der bekommt die, der hat auch genug Platz für die beiden, der kann die auch gut gebrauchen, dass die beiden Haus und Grundstück und alles bewachen. Super perfekt, werden wir aber noch ein Video drüber machen. So, und wenn ich dann solche Leute höre, die uns unterstellen, ja, wo sind denn die Welpen? Hör mal, pass mal auf, gerade du Oberschlaue, gerade du, weißt genau, was sowas kostet. Du weißt genau, dass sie erstmal in Quarantäne müssen. Da gibt's, ich kenne den Namen auch nicht mehr, da gibt's irgendwie so eine Lungenkrankheit, die hier haben können. Und wenn die haben und unsere Hunde anstecken, dann sterben alle. So, ich bin ja nicht bescheuert und lass zu, dass unsere Hunde hier sterben. Und dann werden auch da Falschbehauptungen aufgestellt und die stehen gelassen. Aber mir reicht das. Ehrlich, mir reicht das. Warte, ich habe noch viel. Ich mache noch andere Videos. Ich muss nur heute noch einen ganzen Tag telefonieren. Und dann hört mir das auf. Ja, dann hört mir das richtig auf. Guck mal, die Kippen gehen immer noch raus. Aber das liegt nicht an den Kippen. Doch wohl an den Kippen, Entschuldigung. Weil die hingehen und ups, bleibt jetzt das Bild stehen und zählt die Büchse. Auch ich hoffe nicht, dass das Bild jetzt stehen geblieben ist, weil er hat, glaube ich, nicht weitergezählt. Die Kippen gehen immer noch raus, aber das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Haben wir vor Jahren mal eingebaut, weil viele eingeschlafen sind und dann verbrannt sind. Deswegen. Gut, wie gesagt, ich finde es eine Unverschämtheit, was man der Suse da antut und auch vielen anderen und uns auch. Und ganz besonders von einer Seite, ne? Schöne Grüße ans Meer. Und diese Dinge sind aber nicht zu Ende. Nein, 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 nein. So nicht, so nicht. Und dann wollen wir mal gucken, was da rauskommt, ne? Ich muss jetzt heute noch abwarten. Ich kriege heute noch einige Anrufe. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir was regeln. Das war schon der vierte Hund, den wir hier gerettet haben. Ja, die beiden Welpen mit dabei, war schon der vierte Hund. Also ich verstehe es manchmal gar nicht. Also hier unten gibt es ja so, wie heißt sie, so Tierschutzorganisation. Und diese Tierschutzorganisation, ich weiß gar nicht, wo agieren die überall, wenn die nicht hier agieren? Weil hier siehst du, am laufenden Band siehst du das. Ich werde davon noch eine separate Seite machen. Wir haben uns jetzt entschieden, wir haben ja hier genug Grundstück und Land. Wir werden jetzt hier mal diverse Zwinger aufbauen und gehen hin und werden die dann nehmen, denen ein vernünftiges Zuhause suchen. Wir werden gucken, wir werden hier einen Verein gründen und damit alles Hand und Fuß hat, dann werden wir auch alles offenlegen. Alles von den jetzigen Tagen an bis zu dato, wo alles offengelegt wird und danach natürlich auch monatlich. Weil sowas lasse ich mir nicht unterstellen und ich lasse auch nicht zu, dass man sowas unterstellt in Richtung Suse oder anderen Spendern. Das Spiel mache ich nicht mit, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da seid ihr hier komplett am Falschen. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich an alle Spender. Schön, dass es euch gibt. Habt ihr super gut gemacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir halten euch auf den Laufenden und über alles andere natürlich auch. Ich bedanke mich. Ich muss noch andere Videos machen. Bis später, liebe Leute. Ciao, ciao.